Also ich habe dann mit Walter Röhrl tatsächlich angefangen und kannte noch Jürgen Barth und habe dann offene Türen eingerannt bei BMW und Porsche. Das kann ich auch wirklich namentlich nennen. Also andere Autohersteller waren ein bisschen zögerlicher oder sind es auch immer noch, weiß nicht, ich habe da nicht mehr angefragt. Irgendwann war ich mir auch zu fein. Aber Porsche und BMW haben gleich gesagt, oh, das ist eine tolle Idee, da machen wir gerne mit oder sind gerne behilflich, was Interviewpartner anbelangt. Und so ist das dann gekommen irgendwie. Also der Jürgen Barth hat mir gleich noch ein paar weitere Namen genannt und dann habe ich irgendwann angefangen, offene Türen einzurennen, zum Glück. Kleinen Moment noch. Ich weiß, ihr seid alle heiß auf das Interview und das ist auch gut so, es geht schließlich auch gleich los, aber ich muss noch zwei Dinge zum Kontext loswerden. Zum ersten die Vorstellung des heutigen Gasts. Er stellt sich zwar gleich selbst vor, ich möchte nur sicher gehen, dass ihr schon eine ungefähre Idee bekommt, wenn ihr noch keine habt. Carsten Arndt ist der Macher des Podcasts Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hier interviewt er Legenden aus der Zeit, als es noch keine Klimaanlage in Rennwagen gab oder man einstellen konnte, wie viel Spielraum die Stabilitätskontrolle lässt. Es gab nämlich keine. Ich für meinen Teil liebe seinen Podcast und habe mich deswegen auch sehr auf das Interview gefreut. Zum Zweiten macht es Sinn für euch zu wissen, dass ich das Interview mit ihm schon mal über Skype geführt habe. Ob Skype nun funktioniert oder nicht, ist häufig Glückssache und da ich dieses Glück nicht hatte, haben wir uns dann doch persönlich getroffen. Und das wiederum war Glück, denn es hat locker doppelt so viel Spaß gemacht wie über dem Bildschirm. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Carsten Arndt. Danke, dass du dir zum zweiten Mal jetzt die Zeit genommen hast für das Interview. Ist ja nicht selbstverständlich, aber ich denke, das erste ist ja ganz gut gelaufen von daher. Von daher können wir mal einen zweiten Anlauf machen. Also du bist nach wie vor der Erste, der per Video interviewt wird. Okay. Und du sitzt zum ersten Mal gegenüber, also auf der anderen Seite vom Interviewtisch, ne? Also ja, zum ersten Mal in dieser Form, ja. Genau, ja. Und was ist dir lieber? Kannst du das schon sagen? Ich meine, du wurdest ja jetzt schon einmal interviewt. Interviewen ist mir lieber im Endeffekt irgendwie. Also ich meine, es ist jetzt ja auch nichts Schlimmes oder so. Ich bin ja kein Politiker, der was ausgefressen hat. Aber interviewen finde ich schon besser, weiß man, was kommt. Ja, und das stimmt. Und man erfährt auch sehr schön die Dinge. Wobei jetzt weißt du ja auch, was kommt. Also das stimmt. Von daher bin ich jetzt nochmal entspannter, ja. Du bist ja der Macher des Podcasts Alte Schule. Und deswegen, also ich liebe den unglaublich. Ich höre den auch eigentlich permanent. Immer wenn ich irgendwie eine freie Minute habe oder auf lange Fahrten, ist das sehr schön. Da muss man auch kein Hörbuch dann mehr hören oder sowas, sondern man kann schön diesen Podcast durchziehen. Da reden wir dann später ausführlicher drüber, noch über den Podcast. Erstmal eine kleine Vorstellung von dir. Wer bist du? Was machst du? Also, ich bin Carsten Arndt, 44 Jahre alt. Ich mache den Podcast Alte Schule, wie du schon richtig festgestellt hast. Das mache ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Und interview darin Legenden oder besondere Namen der deutschen Autogeschichte oder der deutschsprachigen Autogeschichte momentan noch. Und das soll auch erstmal so bleiben, solange wir noch ein paar davon haben. Und vorher habe ich verschiedene andere Sachen gemacht, aber ich war ursprünglich mal beim Radio und dadurch habe ich so ein bisschen so eine Affinität zu Audioprodukten und zur Audioproduktion. Okay, bei welchem Sender warst du dann? Energy und Radio SAW. Ah, okay, gut. In München. Okay, genau. Du wohnst ja jetzt, Zwischenfrage, das habe ich dir beim letzten Mal nicht gestellt, du wohnst ja jetzt in Hamburg. Warum bist du umgezogen? Ich komme aus der Nähe von Hamburg, also hier bin ich aufgewachsen quasi. Hier wohnen noch ganz viele Freunde von früher und ich habe 15 Jahre in München gewohnt und das ist fantastisch und toll. Aber ich habe immer gedacht, ach, eigentlich schlägt mein Herz im Norden und da würde ich gerne wieder leben. Und dann war ich, hat sich so ergeben, dass ich eh selbstständig arbeite und da war es egal, von wo aus man arbeitet. Und dann bin ich nach Hamburg umgezogen. Jetzt im Nachhinein natürlich mit diesen ganzen Autoleuten, was ja eher in Süddeutschland angesiedelt ist, wäre vielleicht München besser. Aber jetzt muss ich längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Aber das macht mir auch noch gerne. Gut. Aber du hast ja ein schönes Auto. Da kannst du ja lange fahren. Da hast du auch was anderes gesagt. als Mercedes-Hasser. Ich bin kein Mercedes-Hasser, sondern ich bin einfach bloß kein Mercedes-Fan. Aber okay, dein Auto kommen wir ja dann gleich noch. Ach so. Wir fangen trotzdem jetzt nochmal an in deiner Kindheit. Wann begann die Faszination Auto für dich? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir da auch im Nachhinein nochmal so Gedanken drum gemacht. Also ich war, als ich sehr klein war, das muss schon wirklich sehr, sehr früh gewesen sein, habe ich wohl jedes Auto, was auf der Straße rumfuhr, erkannt. Damals konnte man sich auch noch unterscheiden. Und es gibt, das habe ich bei der Vorstellung von mir selber, wenn ich manchmal was an Leute schicke, die den Podcast nicht kennen, dann ist da ein Foto von mir drin, wo ich vielleicht als Vierjähriger mit meinem Opa unter dem Weihnachtsbaum sitze
und er mir so einen Porsche Moby Dick, den alten 935, wie er mir den so präsentiert als ferngesteuertes Auto. So. Das war natürlich wahrscheinlich viel zu klein für so ein ferngesteuertes Auto, aber da war für mich klar, okay, jeder Rennwagen ist ein Porsche. So ging es schon mal los. Und meine Mutter hat erzählt, dass sie mich damals, die hatte so ein Küchenfenster mit Blick in den Hof, wo ihr Auto stand, und die hat mich morgens früh um 9, da gab es ja noch keine Kindergärten in der Form, ist man nicht so früh da hingegangen, da hat sie mich morgens früh um 9 ins Auto gesetzt, gekocht und alles Mögliche gemacht und mich dabei beobachtet. Und wenn mein Vater mittags dann zum Mittagessen kam, um 13 Uhr hat sie mich dann da rausgeholt. Also in der Zwischenzeit habe ich dann Fahren gespielt. Also von daher scheint die Leidenschaft sehr tief verwurzelt bei mir zu sein. Ja, aber das war bei mir genauso. Also ich konnte immer anhand des Geräuschs auch die ganzen Autos voneinander unterscheiden. So weit war ich wahrscheinlich nicht. Aber weil damals konntest du auch noch sagen, okay, das ist jetzt ein Sechszylinder oder ein Reihensechszylinder, hast du noch gehört, das war ein BMW. Genau. Ich meine, das hörst du heute auch noch, aber inzwischen klingt ja zum Beispiel ein C43 AMG mit V6 klingt ja ähnlich, weil das ist alles Sounddesign. Eben, das ist alles Design, teilweise mit Lautsprechern generiert. Also ich habe neulich einen Audi TDI irgendwie überholt, der klang ganz tief bollernd nach Achtzylinder, aber das ist ja alles synthetisch. Ne? Ja, das stimmt. Aber wenn du Vollgas gibt, dann hörst du es. Dann hörst du es. Dann hört man das sehr dünne Gepfeife. Genau. Was war dann dein erstes Auto? Mein erstes Auto, mein Fahrschulwagen war ein Opel Astra. Dann habe ich den Wagen von meiner Mutter dann fahren dürfen, längere Zeit. Das war ein Golf 2 mit 75 PS oder 70 PS hatten sie damals noch. Und mein erstes Auto, das habe ich von meinen Eltern dankenswerterweise zum Abi bekommen, das war ein Golf 3, damals dann mit, ich glaube auch 70 PS. Ja. Okay, naja, aber zum Golf 2 mit 70 PS geht ja eigentlich schon ganz gut. Der war super, ja, genau. Der war eigentlich besser als der Golf 3, ne? Also auch von der ganzen, eigentlich von allem her. Ich habe ja einen Golf 2 mit 54 PS und der geht eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist super, ne? Ja, gutes, ich meine, 54 PS hat nicht mehr lange, aber... Aber er ging überraschend gut für 54 PS, sagen wir es mal so. Du hast eigentlich schon die nächste, vielleicht, ich habe es mal da drunter gelegt, damit ich es nicht die ganze Ende habe. Das kannst du auch auf den Tisch legen, also ich lege es mal auf den Tisch. Ja, wirklich? Na gut, du filmst dich auch nicht. Ich filme mich nicht. Das hat sowieso einen Aber jeder Vorteil. Weiß, dass du Fragen ablesen musst. Das stimmt, ja. Also ich habe Fragen. Günther ja auch hält auch Karten in der Hand und man sagt, bei dem Gehalt können wir noch mal was auswendig lernen. Ich kann das ja so schneiden, dass man nicht unbedingt sieht, dass ich so ein Ding habe. Außerdem, in der Totalen sieht man es immer. Aber du hast ja schon beantwortet, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, nämlich Faszination Auto erstens, zweitens Radio und Faszination für so Sound-Audio-Aufnahmen und sowas, dann hat sich das eigentlich schon geklärt, ne, dass man dann auf jeden Fall dazu kommt. Erzähl doch mal, wie der Podcast entstanden ist, weil jetzt sind wir dabei. Also der Podcast ist so entstanden, ich mach auch so ein paar Videodokumentationen oder habe das mal gemacht, über einen Bekannten Walter Röll kennengelernt oder einen Freund Ingo Stimming, der hat für den mal ein Auto vorbereitet für die Rallye Köln-Ahrweiler. Und da stand ich da in der Werkstatt und gesagt, Mensch, vielleicht können wir da eine Kamera einbauen. Das war noch vor YouTube und vor GoPro, also da war das alles ein bisschen komplizierter. Da habe ich so einen Camcorder mit Kassetten drin gehabt und so kleine Fingerkameras in England gekauft und so. Und das war wirklich, wirklich aufwendig, weil man auch dauernd die Kassetten da wechseln musste und die Batterien. Und so kam der Kontakt zu Walter Röhrl und da haben wir nochmal was mit dem gemacht. Und jetzt ein drittes Mal noch, und die DVD hieß Alte Schule oder heißt Alte Schule. Und das war wirklich für meine Begriffe ein großer Erfolg, also in diesem ganzen Doku-Bereich. Und da erzählt er eigentlich so genau das, was jetzt meine Podcasts auch machen, wie was er früher gemacht hat, wie er seine Rallye oder wie er seine Rundstreckenlinie in Rallye-Sport übertragen hat und wie er so Disziplinen in den ganzen Sport reingebracht hat, was er damals auch nicht so üblich war. Und reden wir so ein bisschen über seine Erfolge. Und darauf habe ich so tolles Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, das müsste ich auch mit anderen Rennfahrern machen oder mit anderen Größen. Und das war mir irgendwie zu teuer. Aber Audio ist ja ein günstigeres Medium oder das kann man ja besser machen. Und ich bin ein großer Podcast-Fan und habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt. Und in Amerika zum Beispiel gibt es vielleicht auf Schlag oder gab es damals schon 80, 90 Podcasts in diesem historischen Autobereich. Aber in Deutschland gab es das nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich komisch irgendwie, dass es das nicht gibt, dann mache ich es jetzt selber. So, und jetzt, so habe ich dann damit angefangen. Also ich habe dann mit Walter Röhrl tatsächlich angefangen und kannte noch Jürgen Barth und habe dann offene Türen eingerannt bei BMW und Porsche. Das kann ich auch wirklich namentlich nennen. Also andere Autohersteller waren ein bisschen zögerlicher oder sind es auch immer noch, weiß nicht, ich habe da nicht mehr angefragt. Irgendwann war ich mir auch zu fein, aber Porsche und BMW haben gleich gesagt, oh, das ist eine tolle Idee, da machen wir gerne mit oder sind gerne behilflich. Was Interviewpartner anbelangt. Und so ist das dann gekommen. Irgendwie. Also der Jürgen Barth hat mir gleich noch ein paar weitere Namen genannt und dann habe ich irgendwann angefangen, offene Türen einzurennen, zum Glück.
Ja, das ist auf jeden Fall vom Vorteil, wenn man einmal so in dieser Kette drin ist. Ja, genau. Der kennt genau, dann die beiden und der kennt die. Ja, und der, ja. Das ist dann schön, ja. Aber das war natürlich ein Riesengeschenk mit Walter Röhrl. Ne? Das ist schon ein großer Name und ein Riesenglück, dass der bei sowas dann mitmacht. Und und dann läuft vieles leichter. Ja. Also ich würde Walter Röhrl auch mal unglaublich gern kennenlernen, weil es ist schon immer, also ich habe schon immer gesagt, also wenn ein Vorbild, dann Walter Röhrl. Absolut. Weil die Disziplin und das Können und die Bodenständigkeit dabei und das ist halt, das kommt halt alles so zusammen. Mhm. Und ich müsste nicht mal unbedingt ein Interview mit dem machen, es würde mir einfach reichen, wenn ich mal 10 Minuten mich mit ihm unterhalten dürfte. Das kann aber jeder, ehrlich gesagt. Also wenn man ihn kennt oder wenn man ihn sieht auf Events, wo er wirklich zahlreich vertreten ist, jedes Wochenende eigentlich, ist er immer ausgebucht. Momentan ja nicht, aber der nimmt sich für jeden Zeit und wenn du da, also ich sehe da manchmal Leute ankommen mit Bücherstapeln irgendwie, die sie ihm hinterher tragen, die er unterschreiben muss und das macht er alles mit einer Seelenruhe. Da stehen halt auch Tausende um dich dann rum. Ne? Ja, das stimmt. Also entspannt ist es nicht. Das ist richtig. Deswegen, also das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob du bei ihm zu Hause sitzt und dich in einem Café triffst oder sowas. Oder. Übrigens, ich habe diese alte Schule, dieses Fahren am Limit, hieß das, oder? Kann das sein? Fahren am Limit? Nee. Alte Schule. Wie hieß denn der Untertitel? Ich habe auf jeden Fall, habe ich damals über meinen Blog so ein Rezensions... Ach, du meinst von meiner DVD? Ja, genau. Alte Schule, so fahre ich am Limit. So fahre ich am Limit, genau. Ja. Da habe ich tatsächlich ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen für meinen Blog. Tatsächlich? Ja, da wurde ich eigentlich... Von mir? Ich weiß ich nicht. Ich könnte mich eigentlich daran erinnern, wenn unter der E-Mail Carsten Arns gestanden hätte. Nee, damals habe ich ja noch keinen Podcast gemacht. Aber ich wüsste es jetzt, nehme ich an. Also, hast du mich ja wahrgenommen als irgendwie Schreiber, aber eigentlich, das müsste von mir gekommen sein. Ja, lustigerweise. Okay. Na, auf jeden Fall habe ich dann so eine Rezension darüber geschrieben, also mir hat die auch sehr gut gefallen. Wie läuft so ein Interview eigentlich ab, von dem Moment, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt ein Interview mit demjenigen machen, bis hin zur fertigen Podcast-Folge? Also grundsätzlich mache ich ja alles alleine. Also ich reiße die Interviewpartner auf sozusagen und spreche die an. Das mache ich tatsächlich überall, wo ich sie treffen kann, auf Messen oder oft rufe ich sie natürlich an, weil ich von irgendjemandem die Nummer habe. So, und das ich muss den nochmal anrufen, das ist ein Freund von mir oder so. Und dann rufe ich die an und da hat man natürlich schon irgendwie so ein bisschen so, ja, also dann kann man sagen, ich hab mit ihrem Freund schon gesprochen und wie wäre es denn, wenn wir uns auch mal treffen. So, und dann machen wir einen Termin aus und dann fahre ich hin. Also ich fahre eigentlich, nicht eigentlich, sondern ich fahre immer hin zu den Leuten, wo sie mich hinhaben wollen, ob zu Hause oder im BMW oder Porsche Museum oder irgendwo und dann nehme ich das auf, so wie du jetzt auch, allerdings mit einer Kamera, nicht mit dreien dann fahre ich freudestrahlend nach Hause und schneide das alles selber und mache das, genau, das liegt manchmal lange, also manchmal nehme ich viele Interviews im Blog auf und die liegen dann noch lange rum und nach Wochen oder Monaten wird es dann erst ausgestrahlt. Zum Beispiel Hans Almuth ist gerade der aktuelle Podcast, den habe ich im Januar schon aufgenommen. Mhm. Zum Glück habe ich im Januar, Februar extrem viel aufgenommen, was ich über die ganze Corona-Zeit irgendwie rausspielen konnte, weil sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Ne? Oder sonst hätte ich vielleicht über Skype machen müssen, aber da wissen wir ja beide, wie das manchmal ausgeht. Ja, das ist... Und das ist manchmal auch ein Drama. Nee, und dann schneide ich das so ein bisschen. Also ich habe das ganz am Anfang, habe ich ja den Podcast, der wurde ja vermarktet von einem Podcast-Label namens Lautgut und die waren der Meinung, und da habe ich mich dem auch gefügt, das ist auch okay, dass ein Podcast nicht länger als eine Stunde gehen darf. Mhm. Und oder ja, maximal eine Stunde und vielleicht mal so ein paar Minuten länger, wenn man es nicht anders hinbekommt. Und das hat mir also in der Seele wehgetan, teilweise, also ein Billighausen, wo ich 2,5 Stunden aufgenommen habe, auf eine Stunde runterzuprügeln. Jetzt habe ich ja im Nachhinein nochmal den langen Podcast rausgesendet. Weil ehrlich gesagt, haben die so viel zu erzählen und so viel erzählt. Und ich denke immer, und ich bin auch so als Podcast-Hörer, man kann es ja ausschalten, wenn es einen wirklich langweilt. Aber das ist bei den meisten Interviews, die ich so mache, eigentlich nicht der Fall. Was nicht an mir liegt, sondern natürlich an denen, was die so zu erzählen haben. Mhm. Und deswegen lasse ich die Interviews jetzt lange und editiere da wenig. Ja. Schneide vielleicht manchmal noch Sachen raus, wenn Fragen komplett ins Leere laufen oder wenn die sagen, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern oder so. Und ich da vielleicht irgendwas... ja nicht falsch frage, aber irgendwas, die auf dem falschen Fuß erwische und dann schneide ich es weg und ansonsten wird das dann so veröffentlicht. Ja. Ist ja auch gut so. An- und Abmoderation, die nehme ich hier zu Hause auf oder nehme ich nochmal extra ein Mikro auf und genau. Ja, und das habe ich schon von draußen gesehen, dass ich gekommen bin. Ich wusste, du wohnst im Erdgeschoss. Achso, weil da aber dein Mikro hängt. Ja, genau, stimmt. Da war ja genau. Bist du nervös? Also wenn du vor so einem Interview bist? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin so ein bisschen,
fickerig, was die Technik anbelangt, zum Beispiel. Also das ist ein Thema, wo ich immer hoffe, dass da nichts versagt. Also das ist tatsächlich was, was mich am meisten nervös macht, vielleicht doch von allem irgendwie, dass die Technik läuft und dass nicht irgendwie das Mikro kratzt. Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, so die Mikros ein bisschen umgerüstet, dass ich eben, dass man bestimmte Sachen ausschließen kann und so. Aber nervös vor Interviews bin ich eigentlich nicht. Also da gibt es natürlich Ausnahmen bei Leuten, wo man weiß, dass es für die jetzt schon, sagen wir mal, bei Familie Porsche war es so der Fall. Irgendwie, ich glaube nicht, dass man da nochmal so auf die Chance hat, hinzukommen. Ja. So, und die geben auch eigentlich so zusammen wenig Interviews. Und da habe ich schon nochmal doppelt gedacht, hoffentlich passt alles und hoffentlich hält die Technik und hoffentlich stelle ich nicht zu doofe Fragen, aber das war mega nett und so. Und dann gibt es natürlich Interviews, da hoffe ich dann auch. Ja, also nervös bin ich eigentlich nicht vor den Leuten, sondern ja, mehr, dass das einigermaßen flüssig von der Hand geht. Ja, gut, ich denke auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich da die ganze Zeit dahinsetzt und denkt, jetzt habe ich die vielleicht auch einmalige Chance. Mhm. Und dann kommst du nach Hause und hörst dir es an und dann hast du irgendwie so ein Untergrundrauschen oder irgendwie so, was du schlecht wegbekommst. Dann denkst du, nein. Also es gibt ja manchmal das Feedback so. Also es war zum Beispiel, bei wem war es jetzt? Bei Christian Geisdörfer zum Beispiel. Das haben wir im Hotel gemacht. Und wie es nun mal so ist, also wir haben irgendwo wirklich eine extrem ruhige Ecke eigentlich gesucht. Mhm. Und ich drücke auf Aufnahmen und alles ist aufgebaut und dann kommt eine Reisegruppe da durchgetrampelt. Mhm. Die aber auch nicht mehr geht irgendwie. Ne? So, und das hofft man dann irgendwie während des Interviews, dass man es nicht so hört. Und ehrlich gesagt, kann ich darauf jetzt nicht auch noch achten. Klar hört man so ein bisschen Nebengeräusche und nimmt das wahr, aber wenn man da so im Gespräch ist, dann sagt man nicht dauernd, oh, da ist jetzt was zu hören, können wir nochmal woanders hingehen. Ne? So, ja, das muss dann laufen. Und das war aber dann auch so, dass das Interview, das hieß dann auch, oh, das können wir eigentlich nicht nehmen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, also das ist jetzt schade drum eigentlich. Und dann habe ich es irgendwann trotzdem gesendet in voller Länge und das ist, glaube ich, das zweitmeistgehörte Interview von allen. Also nach Walter Röhrl? Nach Walter Röhrl, ja. So schlimm. Und jetzt Willi Kausen. Also jetzt weiß ich aktuell nicht die Zahlen, aber das sind so die drei Kandidaten. Mhm. Aber da ist es jetzt im Endeffekt, scheint es egal zu sein und manchmal muss man vielleicht auch so ein bisschen Abstriche machen. Ja. Einfach, das ist technisch. Sonst muss man immer Studioatmosphären schaffen. Mhm. Und immer Profis hinter den Kameras haben, aber dann hat man nicht mehr die Gesprächsatmosphäre, wie wir sie jetzt haben, wo wir zwei hier sitzen. Das stimmt. Sondern hast du 10 Leute um mich rum. Weißt du, das will ich ja gerade ausdrücklich nicht. Ja, ja. So. Das stimmt. Das ist schön, wenn man es im Team hat, weil das hört man auch beim Podcast, finde ich. Also das allein schon dieses Gefühl. Man bekommt die Empathie über quasi über die Lautsprecher mitgezahlt. Das freut mich. Aber genauso ist es auch geplant. Also ich habe auch regelmäßig Angebote von Leuten, die sagen, wir können auch Fotos dabei machen, wir kommen auch umsonst mit und filmen das und so. Mhm. Ich sage, nee, das will ich gar nicht. Also lieber habe ich es mal, dass der Fokus nicht passt. Das Audio ist für mich das Wichtigste und dass ich eben alleine mit denen bin. Ja. Oder mehr oder weniger allein. Aber bis jetzt war auch noch nie ein Pressesprecher dabei, also das scheint okay zu sein. Ja, also es ist auch eigentlich bei solchen Leuten nicht so. Nee, so genau. Also heutzutage ist es wahrscheinlich schlimmer. Heute wird es nicht mehr gehen. Also heute will jemand dabei sein. Ja, genau. Zumindest bei den Formel-1-Fahrern, bei den GT-Fahrern geht es vielleicht noch. Also wenn du Lance David Donald zum Beispiel interviewst, dann denke ich, passt das auch noch. Wahrscheinlich, ne? Aber ich habe jetzt gerade den Volker Weidler, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, war auch mal ein deutscher Formel-1-Fahrer, ist bei 10 Rennen angetreten, hat sich nie qualifiziert fürs Qualifying, nicht mal irgendwie. Also okay, der ist mit Christian Danner damals zusammengefahren und ich habe den Jörg Flock interviewt, das ist also... Das nehme ich jetzt mal vorweg, aber das kommt jetzt schon demnächst, irgendwie das Interview. Wahrscheinlich, wenn der Podcast von dir kommt oder wenn das Interview kommt, dann läuft er schon. Und das war sein Physiotherapeut. Und der hat in der Zeitung gelesen, dass dieser Volker Weidler jetzt in der Formel 1 landet und hat die Nummer aus dem Telefonbuch rausgesucht und ihn angerufen und gefragt, ob er nicht einen Physiotherapeuten braucht. Das ist absurd, oder? Aus der heutigen Zeit, das musst du dir mal vorstellen. Wenn du Lewis Hamilton anrufst und fragst, bist du erschossen. Genau. Du hast ja mittlerweile unfassbar viele Leute interviewt. Mhm. Also wirklich schon viele. Und es sind ja noch viel mehr, als eigentlich ja Podcasts draußen sind. Wer hat dich davon besonders beeindruckt und warum? Du, besonders beeindruckt? Auf einen Namen kann man sich da irgendwie, finde ich, gar nicht festlegen. Also jeder hat so seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen, will ich gar nicht sagen. Aber so, also jeder hat seine eigene Relevanz, warum er in meinem Podcast stattfindet. Und jeder fasziniert mich auf seine Art und Weise. Natürlich bin ich fasziniert von dem Lebenswerk von Walter Röhrl, wenn man es jetzt mal so nennt. Ne? Also was der mit seinem Ehrgeiz oder mit seinem geschaffen hat und was der da für Monsterautos bezwängt hat, irgendwie das ist wirklich beeindruckend und dementsprechend auch, wie er sich gibt und wie er redet und wie er ist, nämlich sehr bodenständig, das finde ich beeindruckend. Genauso hatte ich eine Gänsehaut zum Beispiel bei den ganz älteren Vertretern, Herbert Linge oder Hans Metzger zum Beispiel,
Hans Metzger, der jetzt leider nicht mehr unter uns ist, aber die haben natürlich auch Sachen gemacht, die reden über Dinge, die kommen vom anderen Planeten, ja. Also gefühlt aus heutiger Sicht. Und das ist, glaube ich, immer die Faszination für mich und dementsprechend kann ich mich da gar nicht so sehr auf einen festlegen, aber ja, natürlich ist so ein Hans Metzger, wo man immer über die tollen Motoren was liest und sagt, Mensch, jetzt erzählt er mir das alles, das ist dann schon besonders. Ne? Ja, also ich habe mich besonders auf Hans Metzger gefreut, weil ich als Ingenieur in Spee, also nee, eigentlich schon Ingenieur, also ich bin ja fertig, also muss ich ja nicht sagen, in Spee, also als Ingenieur, und wenn ich dazugehört habe und dann dachte ich mir so das aus dem Ärmel zu schütteln, ist auch was. Ne? Also ich habe ja, mein Blog, der ist ja auch so, dass ich sage, ich möchte technische Dinge einfach aufbereiten für Leute, die zwar interessiert sind, aber sich keine Lust haben, sich so tief in die Materie einzulesen. Und da am Anfang habe ich schon die Themen, die ich halt kannte, mit denen habe ich angefangen, die habe ich auch so rausgehauen. Aber inzwischen ist es so, wenn es jetzt um, keine Ahnung, Abstimmung von ABS-Sensoren geht oder so, dann muss ich da auch schon mal nachschauen. Ja, also da ist es dann wirklich so. Und wenn mich dann Leute fragen, zum Beispiel, was habe ich da, wenn ich E-Mails bekomme zum Thema Wassermethanol-Einspritzung und mir Kennfelder geschickt werden und sowas, wo ich mir denke, ich bin kein Chip-Tuner. Ich kann jetzt technisch sagen, okay, bringt das was, bringt das nichts, wann bringt das was, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie du das abstimmen musst und wann wie viel Bar. Und Gott, ja, durchdrehen. Also ich sage ja immer dazu, dass vielleicht auch die Stärke und gleichzeitig die Schwäche, ich bin ja kein Techniker, ne? Also ich bin Radio-Heinze, wenn du so willst, und stelle neugierige Fragen, aber vielleicht ist es auch gut, dass man nicht zu sehr in diesen Nerd-Bereich reinkommt, weil das... Ich denke auch gar nicht, dass das nötig ist. Nee, ist auch nicht nötig, weil ich stelle ja nur Fragen, ich soll nichts erklären. Ich kriege zum Glück auch keine Anfragen zu Kennfeldern, sondern höchstens, ob ich vielleicht Kontakte herstellen kann. Aber Hans Metzger hat mir zum Beispiel auch in epischer Breite seine Formel, die er damals erfunden hat, erklärt. Ja. Weißt du, ich kann sie jetzt sehr laienhaft wiedergeben, aber die einzelnen Winkel der Nocken, die man irgendwie berechnet oder was, oder für Ventilöffnungszeiten oder irgendwas. Genau, Ventilöffnungszeiten, Zeitpunkt. Da hat er eine ich glaube, sechsseitige Formel oder sowas, und die muss man damals immer manuell durchrechnen und so. Und das hat er, und die ist ja bis in die 90er Jahre ist das benutzt worden, diese Formel. Ne? So, ja. Also das ist schon ganz beeindruckend. Ehrlich gesagt, die habe ich mir erlaubt rauszuschneiden. Ich habe es nicht verstanden und ich habe gedacht, ich glaube auch, das versteht 80% meiner Hörer vielleicht auch nicht, aber vielleicht reiche ich es irgendwann nochmal nach. Kommt jetzt eigentlich die Frage, die mich am meisten interessiert hat, ob du danach mit den Leuten auch weiter in Kontakt stehst oder ob es vielleicht sogar Freundschaften entstanden sind? Also Freundschaften bin ich, da ist immer ein Begriff, wo ich so vorsichtig mit bin, weil ehrlich gesagt muss man jetzt auch sagen, ich führe nur ein Interview mit denen. Mhm. So, also natürlich freuen die sich, wenn ich, oder zumindest kommunizieren sie es so, als würden sie sich freuen irgendwie, weil natürlich viele von denen jetzt nicht mehr so im Geschäft sind, dass sie regelmäßige Interviewanfragen bekommen. So. Und ich freue mich total, dass sie die Zeit für mich nehmen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt danach ewig in Kontakt mit denen bin. Also es gibt den einen oder anderen, da gibt es dann noch so Nachfragen, also sei es von Hörern oder auch von mir, oder ich frage, ob wir vielleicht uns nochmal treffen können, um irgendwas noch aufzunehmen oder so, dann ist das schon, aber Freundschaft würde ich es jetzt nicht nennen. Also das ist vielleicht eine nette Bekanntschaft bei zum Beispiel Kurt Ahrens oder sowas. Mit dem telefoniere ich tatsächlich regelmäßig, also irgendwie sind wir uns da sympathisch, oder ich mache noch so, arbeite noch an anderen Podcasts und da brauche ich nochmal den einen oder anderen und so, oder mit Professor Mario Theissen habe ich mal was während der Corona-Sache aufgenommen über Skype und dann im Nachhinein nochmal was zum Podcast, und da haben wir uns dann noch dreimal hin und her gemailt, aber ich würde sagen, das ist ein sehr professionelles Verhältnis, ohne dass man da von Freundschaft reden kann. Und nur weil ich bei denen einmal zu Hause bin, heißt das ja nicht, dass ich eng mit denen bin. Also ja. Walter Röll zum Beispiel kann ich öfter anrufen, das würde ich auch nicht von Freundschaft reden, aber ich glaube, zumindest geht er ans Telefon, wenn ich anrufe. Das macht er nicht auch so, bei jedem wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, also das ist zumindest bis jetzt. So, oder auf diesem bayerischen Regensburger, nicht schon der. Mir ist aber gerade noch eine Frage eingefallen, neben diesem Beeindruckung, wen fandest du besonders sympathisch? Die habe ich noch nicht gestellt. Sympathisch. Also ich meine, es hat jetzt keinen Eindruck gemacht, als wäre er nicht sympathisch. Nee, genau, aber also das muss ich auch sagen. Ich besonders herzlich war. Ich habe mich über jeden gefreut, aber auch da würde ich jetzt vielen nicht gerecht werden, wenn ich jetzt nur einen rauspicke. Ich habe bei Hans Metzger auch wieder irgendwie, das war irgendwie so ganz besonders, weil das war im Porsche-Museum und der will dann immer wissen, wer ihn da interviewt, und dann haben wir vorher noch einen Kaffee getrunken und in der Cafeteria, und ich hatte nicht so auf dem Zettel, dass der so viel erkannt wird. Natürlich gehen Leute, die ins Porsche-Museum gehen, die kennen vielleicht auch die Geschichte und die kennen die Leute, die dahinter stehen, aber ich saß mit ihm in einer relativ großen Cafeteria oder stand da und wir haben Kaffee getrunken,
Und der war schon da so, so extrem bescheiden. Also ich meine, das war Hans Metzger für mich. Ne? Und natürlich habe ich dem einen Kaffee geholt, weil er 89 Jahre alt war. Und da hat er sich also 10-mal für bedankt. Und dann hat er angefangen, Kleingeld rauszuholen, gefragt, was ich kriege und so. Und also so ging das schon los. Und dann kamen ständig Leute, die Selfies mit ihm machen wollten. Und das fand ich schon beeindruckend. So. Und dann sind wir da durchgelaufen. Und dann ist er immer da so vor und war nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Und dann hat er mir jede Tür darauf bestanden, dass ich vorgehe und er mir die Tür aufhält und so. Und, dann, und das war mir fast unangenehm. Also an den denke ich wirklich mit ganz besonderer... Ja, mit ganz besonders tollem Gefühl zurück. Mhm. Aber besonders sympathisch waren mir wirklich viele Kurt Ahrens, also wie der Lose erzählt hat und so. Und also da gab es viele lustige, unterhaltsame Menschen, die mir auch extrem sympathisch waren und sind. Eigentlich alle. Also das, da will ich jetzt keinen besonders hervorheben, aber die beiden waren schon sehr überraschend lustig. Also ich fand es besonders, also im Hören, eigentlich auch jeden sympathisch. Ich meine, bei manchen hast du gesehen, die sind jetzt extrem, also zum Beispiel der Hans Metzger, der, wenn du da einfach nur das Interview hörst, das ist schon respekteinflößend, sage ich mal. Ja, stimmt. Und, aber so wirklich am sympathischsten, wahrscheinlich auch wegen dem Dialekt, fand ich den Professor Glawitzer. Ja, okay. Haben aber, glaube ich, viele nicht abgebrochen, aber da konnten viele mit dem Dialekt nichts anfangen. Das habe ich als Feedback bekommen. Meine Freundin genauso. Also meine Freundin, die ist extrem schlecht. Die hat sogar gesagt, bei unserem ersten Treffen hat sie gesagt, also im Nachhinein, dass ich komisch geredet habe. Du? Ja, also ich meine, ich roll das eher aus Bayern. Ich roll das eher, das ist halt so, aber sonst spreche ich ja Hochdeutsch. Ja, wollte ich gerade sagen, also da hätte ich jetzt, ich hätte dich da... Ich meine, ich kann umswitchen, ich kann Bayerisch, ich kann Fränkisch, ich kann alles Mögliche, aber ich rede ja eigentlich Hochdeutsch. Ja, aber der Glawitzer, der kann nichts anderes, der drängt an seinen Wiener Dialekt auf. Aber das war auch einer, der war extrem sympathisch, den habe ich im Café getroffen, extrem. Also nee, das fand ich so gut, weil dieser Wiener Dialekt, ich finde, es gibt keinen schöneren Dialekt als diesen Wiener Dialekt. Weil ich kenne ja auch jemanden aus der Nähe von Wien, ist es zumindest, der auch im Rennsport aktiv war, jetzt für so Teams das Finanzielle macht, so ein bisschen Managementaufgaben und sowas. Den habe ich letztens telefoniert und habe mich auch mit dem so ausgetauscht, wie es jetzt momentan ausschaut. Ne? Der macht ja für Kart und so. Aber nicht der Helmut Marko. Nein. Der ist ja auch für Teams, das Finanzielle. Er ist nicht so bekannt. Er macht jetzt im Hintergrund auch. Aber der hat mir auch am Telefon gesagt, als ich gefragt habe, wie schaut es eigentlich so aus, so momentan mit Rennsport. Also, hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel das inzwischen kostet? Die haben alle eine Schraube locker. Ja. Und das fand ich auch wieder, da kann ich mich immer kaum beherrschen, weil das auch immer dieses Direkte ist. Ja, ne? Das ist ja nicht nur Dialekt, sondern auch dieses Direkte. Ja. Und das fand ich gut, weil zum Beispiel eine Kartsaison in der Europameisterschaft, also kostet inzwischen 100.000 Euro Kart. Aber für 100.000 fährst du nur 3 Rennen, ne? Also die Europameisterschaft kostet glaube ich, bis zu 250.000, habe ich gehört. Also das ist ja absurd. Aber die fahren auch genau in den gleichen LKWs vor wie Formel-1-Teams, nur dass hinten halt nur 3 Karts drin sind. Ja. Aber der drumherum ist halt nur noch so ein reiche Söhnesport. Ne? Und das ist echt der Wahnsinn. Ist wirklich schlimm. Also Formel 1 ist dann reiche Söhnesport. Ja, das ist absurd. Also das ist dann, wenn die hinterherfahren, aber gut. Ist ja auch wurscht. Darum geht es ja jetzt nicht. Es geht jetzt um deinen Podcast immer noch. Und zwar sind deine Interviewpartner gemäß ihrer Funktion oder in ihrer Rolle als Legenden, als noch lebende Legenden, schon alt, also älteren Semesters, zumindest die meisten, bis auf jetzt Tim Schrick oder, was ist jetzt noch ein Beispiel, auf jeden Fall Tim Schrick zum Beispiel, ist ja noch... Oder Christian Menzler, aber der ist auch schon alt. Naja, also... Der ist 49. So im Vergleich zum Beispiel zu Hans Metzger oder sind die schon jung. Und jetzt kommt die Frage, wo du schon gesagt hast, welches Leben hättest du gern gelebt? Von wem? Und da kommt dann Walter Röhrl, ne? Da kommt eigentlich Walter Röhrl, ja. Ich habe da nochmal Gedanken drum gemacht. Ich bleibe dabei, aber es ist so, man schaut immer in die Leben rein und sagt sich, ach, das ist unglaublich, was die alles erreicht haben. Aber die haben natürlich extrem oft ihr Leben riskiert. Ja. Da weiß ich nicht, ob ich den Arsch in der Hose hätte. Und was man auch bei Walter Röhrl oft nicht sieht, ist, dass das ein extremer Ehrgeizling ist. Ja. Auch das bin ich nicht. Also die sind alle schon da, wo sie sind. Und tauchen im Podcast auf, weil sie schon extrem verbissen an dem gearbeitet haben, was sie erreicht haben. Also das muss man auch sagen. Ich glaube, keinem von denen ist irgendwas so zugefallen. Und Walter Röhrl, das Leben, und natürlich ist das toll, da in Monte Carlo vom First Renier den Pokal entgegenzunehmen und so, aber der Weg dahin ist schon auch hart und steinig gewesen, mit viel Entbehrung, mit vielen Höhen und Tiefen, was natürlich auch zum Leben dazugehört und was ja auch ganz schön ist, aber
Aber klar ist das natürlich toll. Und bei ihm ist es so, der ist natürlich bis in sein jetziges Alter noch einigermaßen gesund und ist mega viel unterwegs und hat einfach ein aufregendes, für meine Begriffe, und spannendes und interessantes Leben. Mhm. Aber da gibt es natürlich viele, die ich interessant finde. Ne? So, also das, aber klar, Walter Röhrl ist so die bunteste Gestalt von allen. Ja, Olaf Mantay wäre auch interessant. Olaf Mantay ist cool, ja. Hat natürlich auch extreme Tiefen schon im Leben erlebt. Ja, das ist sein Sohn, den Unfall und so. Und ja. Das sind Sachen, die würde man sich gerne ersparen. Ne? Das also stimmt, das, ja. Also wenn du da das Leben nachleben müsstest, dann... Da hast du auf jeden Fall schon mal eine unschöne Begebenheit. Aber ja. Hans Metzger oder Herbert Linge zum Beispiel. Herbert Linge ist, glaube ich, ein extremes, langes, mega erfülltes Leben, was der alles erlebt hat in jungen Jahren. Und er war einer der ersten Auszubildenden bei Porsche, ist dann nach Amerika, hat ganz früh Amerika erlebt und ist da Rennen gefahren. Vielleicht ist es auch das Leben, wenn ich es mir recht überlege, weil der ist auch glücklich bis ins hohe Alter, der ist auch schon 91. Ne? Ja. Und also wahnsinnig fit, also zumindest absolut, im Podcast hat absolut fit, oder? Absolut toll, und ich hoffe, nächstes Jahr ist 50 Jahre Weissach. Hm. Ich hoffe, da kann er seinen Weissach vorstellen, der hat das ja gegründet. Ja. Du hast ja wie ich schon gesagt habe, mit vielen Interviews schon geführt, mit vielen sehr interessanten Leuten. Du wolltest auch Piech interviewen, Ferdinand Piech. Leider war er dann am Ende sehr krank und ist auch leider verstorben. Und deswegen hast du da keine Chance mehr. Gibt es sonst noch jemanden, den du gerne interviewt hättest, wo du nie die Chance dazu hast und auch nicht mehr haben wirst wahrscheinlich? Achso, na gut, das ist natürlich Charlie Lamm, ne, der alte BMW-Schnitzer, Renndirektor. Oder natürlich Paul Rosche, auch aus dem BMW-Stall, der die ganzen legendären Motoren gebaut hat, also quasi der Hans Metzger von BMW. Das sind natürlich Leute, die toll sind. Im Endeffekt jeder deutsche Rennfahrer, der früh verstorben ist, ne? Stefan Bellock, stell dir das mal vor. Also wenn man mit dem hätte reden können, was der jetzt erlebt hat. Michael Schumacher, so schlimm das ist, das sagen zu müssen. Ne? Mhm. Aber auch der wird wahrscheinlich nicht mehr für ein Interview zur Verfügung stehen. Ja. Ne? Also ob es für mich oder für irgendwen. Ich bin da gar nicht... Alles hat seine Zeit und wer nicht mehr da ist, ist nicht mehr da. So ist das leider. Ich hoffe, dass ich noch möglichst viele von denen bewahren kann, die jetzt noch unter uns sind. Aber ich will jetzt gar nicht der Totengräber der Autohistorie sein, sondern ich freue mich über jeden und ich will das weiterhin bunt halten. Und zum Beispiel aktuell habe ich ja den Hans Amuth, den BMW-Interieurdesigner und BMW-Motorraddesigner, im Interview gehabt, oder das ist gerade veröffentlicht worden. Und der hat von Paul Brack gesprochen, der ja auch legendäre Autos für das BMW Turbo Coupé oder ein 5er, 7er oder ein Mercedes 600 oder sowas designt hat, oder den legendären Strich 8. Ja. Und der lebt auch noch. Der ist 86, lebt in Südfrankreich. Ich hoffe, also das habe ich mir jetzt am Wochenende erst überlegt, dass ich mal zu dem Kontakt aufnehmen müsste und hoffe, dass mir das gelingt irgendwie. Ne? Also das ist ja immer... Kannst du mit deiner Familie mal nach Südfrankreich fahren? Jetzt fahre ich mit meiner Familie nach Südfrankreich irgendwie, die wird sich freuen. Ich hoffe, sie hören es nicht, weil die nehme ich natürlich nicht mit. Ich hoffe, das klappt. Und ich bin mir bis jetzt noch gar nicht mal sicher, ob der Deutsch spricht. Aber der Hans Amuth hat ihn immer nachgemacht, irgendwie mit so einem französischen Dialekt Deutsch sprechen. Von daher gehe ich davon aus, dass er das kann. Gut. Ja gut, ich meine, französische Dialekt nachmachen. Das ist toll, ja. Also, wenn das macht. Wie geht's weiter mit deinem Podcast? Wir haben schon so viele Folgen erleben dürfen. Ja. Und dürfen. Wir sind jetzt, glaube ich, 58 oder sowas. Ne? Genau. Wie viele Folgen werden vielleicht noch kommen? Also von dem Podcast tatsächlich Open End. Ich hoffe, dass ich das lange, lange so wöchentlich weitermachen kann und so. Und dass nach Corona auch vielleicht mal der eine oder andere das Ding sponsern kann. Das, was ich vorher schon mal hatte, aber was momentan wirklich eine schwierige Phase ist. Das soll eigentlich weitergehen und ich glaube nicht, dass mir die Leute ausgehen. Das habe ich ganz am Anfang mal gedacht. Da habe ich mal so grob ein paar Namen runtergeschrieben, habe gedacht, naja gut, das sind ein paar Rennfahrer und noch zwei Designer und dann haben wir 20 Folgen und dann ist gut. Aber ich habe jetzt eine Liste mit über 100 Namen und das wird natürlich immer detaillierter, aber auch irgendwie finde ich immer interessant. Also ein Paul Brack zum Beispiel habe ich vor einem Jahr noch nicht auf dem Zettel gehabt, so, und auf dem Zettel schon, aber ich wusste nicht, dass der, wo der lebt. Ne? So, und das ist, wie gesagt, je weiter man, je tiefer man in die Geschichte einsteigt, desto mehr Namen kommen dazu. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht geplant, das irgendwann zu beenden. Und ich habe da auch riesen Spaß dran, logischerweise. Ja. Und mache aber noch so nebenbei noch so ein paar andere Sachen. Und das ist dann immer endlich. Also das sind dann so 10-teilige Folgen oder so. Aber nee, mit alter Schule soll es erstmal weitergehen. Wie viel interviewst du denn zu Hochzeiten? Also nicht, dass du das dann schneidest, sondern so wirklich, wenn du wie jetzt Januar oder Februar... Ach so, na, ich habe... Das kommt immer drauf an. Ich versuche das natürlich immer, wenn ich schon losfahre, irgendwie das so, mir mehr Termine auf einmal zu legen. Ich war jetzt diese Woche das erste Mal wieder wirklich unterwegs. Da habe ich 4 Interviews an 2 Tagen geführt. Ich habe auch schon mal 3 Interviews an einem Tag geführt.
was irgendwann dann wirklich schlaucht, so, wenn man immer auf- und abbaut und zwischen noch fahren muss und dann ist man bis spät abends. Aber so an 3-4 Tagen kann man schon mal so 5-6 Interviews machen, aber das ist dann schon eher selten. Also ich bin auch schon manchmal 7 Stunden gefahren für ein Interview und wieder 7 Stunden zurück. Also das ist leider, manchmal ergibt sich das nicht so, dann sagt einer ab. Und so, ich keine Ahnung. Ja, zum Glück wohnst du in Hamburg und ich war eh da. Ne? Ja, eben. Das war ja, also ich hatte den Hamburg-Urlaub gebucht und dann habe ich so im Hinterkopf gehabt, da war doch was mit Hamburg. Und das war, hatte ich dann einfach Glück auch. Ja, genau. Wie ist eigentlich das Logo entstanden, alte Schule? Das habe ich selber gemacht. Das habe ich, das Blau ist einfach persönlicher Geschmack, ehrlich gesagt. Okay. Das Blau gefällt mir und ich fotografiere viel so alte Autos auch und diesen Ford GT40. Also habe ich dann in meinem Fotoarchiv geguckt, so Archiv, und habe nach einem kontrastreichen Auto, nach einer Autosilhouette gesucht und das war dieser Ford GT40, den habe ich dann so ausgeschnitten und die Schriftart gefiel mir und dann habe ich das so zusammengekleistert. In kurzer Heimarbeit. Weil ich ja gesagt habe, als Dankeschön dafür, dass du das Interview zweimal mit mir durchstehst. Ach, du, okay, kann nicht zu danken. Also, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Habe ich mich dann hingesetzt nach dem ersten Interview und habe mir gedacht, also du sollst dein Logo natürlich nicht ersetzen. Das, ja, das ist ein schönes Logo designt, oder was? Nee, ich hab dir kein neues Logo designt, ich habe das auf meine Art interpretiert, okay. Dein Logo. Okay. Und ich kann das auf dem Handy zeigen, ich schicke es dir natürlich dann in hoher Qualität nochmal zu, das ist jetzt bloß fürs Handy, für Google Drive, damit du es einmal sehen kannst. Zum einen ist es so, dass es aufgrund von alte Schule, es ist ja ein bisschen mehr Vintage. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt mal auf meine Art und habe dir das gemacht. Ah, wow. Sehr gut. Also das Blau ist geblieben. Ja, aber? Die alte Schule, die Schrift ist auch geblieben. Ich habe bloß die alte Schule mit so ein bisschen Schatten hinterlegt noch. Ja, stimmt. Und so ein bisschen Patina drauf. Das ist richtig gut. Kannst du gerne der Ford GT ist so ein bisschen im Used Look noch gezeichnet. Ja, das ist sehr gut. Gezeichnet. Genau. Ja, das ist natürlich der Klassiker. Ne? Der Ford GT, das ist, glaube ich, aus dieser Rothko Collection, oder? Das gehört dem mit der Nummer 6, Walt Goethe. Der Golf, genau. Das ist das legendäre Auto. Genau, legendär ist meiner nicht, also wahrscheinlich sogar Nachbau. Ich habe nochmal einen ohne diese Patina, ne? Das siehst du hier. Ein bisschen genau. Und ich habe einen mit Patina, aber da fand ich das im Nachhinein ein bisschen übertrieben. Muster unten drunter. Hätte ich dich mal vorher angerufen. Na, sehr gut. Ich habe zwar hier unten mein Logo drin, ja. Aber das kann ich auch gerne rausmachen, das stelle ich dir zur freien Verfügung. Du kannst veröffentlichen, wo du möchtest. Sehr, sehr nett. Kannst auch Frühstücksplättchen draus machen lassen. Genau, das mache ich. Merchandise-Bereich oder sowas. Merchandise, ja. Eigentlich wäre damit jetzt der Podcast abgehandelt. Ja. Jetzt geht es noch ein bisschen um die Figur, also nicht Figur, sondern um die Person Carsten Arndt. Okay, wenn das interessant ist. ich finde schon. Also du hast eine Tochter. Mhm. Und ich habe letztens gesehen, dass du ihr... Da ist sie. Ah ja, genau. Aber ist noch ein bisschen kleiner, oder? 4 ist sie. Ja, da auf dem Bild ist sie noch jünger. 2? Ja, bestimmt. Ja, ja, genau. Ich habe letztens gesehen, dass du ihr aus der Youngtimer-Zeitschrift vorgelesen hast. Achso, ja. Versuchst du sie auch noch so ein bisschen Richtung Auto zu bringen oder ist da... Du, ehrlich gesagt, meine Frau kommt aus dem Modebereich. Ich glaube, der Kampf ist gewonnen. Leider orientiert sie sich eher in die Richtung oder wird von meiner Frau influenced sozusagen. Nein, Quatsch. Also ich muss niemanden in irgendwas reindrängen. Das ist völlig okay, wenn kleine Mädchen sich nicht für Autos interessieren. Ich freue mich wahnsinnig, ich habe eben darüber gesprochen, sie interessiert sich für Hubschrauber, lustigerweise. Zumindest für die Paw Patrol Hubschrauber, mit denen sie die ganze Zeit in die Gegend fliegt. Aber auch damit darf ich nicht fliegen, weil sie muss immer den haben, der am höchsten fliegt. Und ich bin dann immer der Loser und muss auf dem Boden bleiben. Aber nee, die interessiert sich nicht für Autos. Das war tatsächlich ein gestelltes Video. Und sie hat dann auch nicht so richtig mitgemacht. Aber wir haben ja mal zweimal so für YouTube was gemacht während dieses Lockdowns, wo sie Kinder fragen, Weltmeister habe ich das genannt, weil es ist auch nur 2 Folgen gewesen und da hat sie auch irgendwas mit Autos gefragt, aber Interesse ist da nicht vorhanden, leider. Das hast du aber dann aus dem alten Interview von Walter Röhrl reingeschnitten, ne? Also genau, es war nicht so, dass du dann an Walter Röhrl... Nee, so Walter, meine Tochter, hat dich was gefragt. Aber ich weiß, dass das bei Porsche inzwischen, glaube ich, jeder gesehen hat von den... Okay. Von den 100.000 Mitarbeiter, vielleicht 40.000 Deutschsprachige was gesehen. Also ich bin von vielen angesprochen worden, ob ich was mit dem kleinen Mädchen zu tun habe. Ein bisschen was. Das haben da, genau. Genau.
Ja, aber du hast auch mir erzählt letztes Mal, dass sie dir immer sagt, dass sie alte Autos blöd findet. Ja, hast alte, ja, ich glaube, das sagt sie mehr aus einer kindlichen Trotzphase heraus, genau. Also das ist nicht so, dass sie das, glaube ich, unterscheiden kann. Ich weiß es nicht. Also sie sagt, ich mag nur neue Autos, nachdem ich gesagt habe, ich mag nur alte Autos. Wenn ich gesagt hätte, also hau mir ab mit dem alten Schrott, hätte sie gesagt, ich liebe alte Autos. Ich führe es jetzt mal darauf zurück. Okay. Ist auch besser für ein bisschen undurchschaubar. Sie spielt ja noch nicht so, vielleicht so ganz bin ich da noch nicht hintergekommen, okay, was sie gut findet. So, dann kommen jetzt noch ein paar typische Autofan-Lagerfeuer-Fragen. Ja, okay. Was fährst du aktuell und warum? Ich fahre aktuell einen Mercedes E430, ein W210er für die Leute, die Typenbezeichnung wissen wollen, also die mit den vier runden Scheinwerfern. Mhm. Und den fahre ich einfach, weil das für mich ein tolles Auto ist zum durch die Gegend gleiten. Mhm. Und das fährt sich sehr entspannt und das hat schon viele Komfortmerkmale, die ich nicht unbedingt brauche, aber die ich natürlich dann ganz, ganz schön finde und ganz, ganz nett zu haben. Und ich fahre ja auch viel rum und außerdem finde ich, muss man auch nochmal einen Achtzylinder fahren. Das stimmt, ja. Also mein Paar hat gesagt, der hatte den Renault Laguna, ja, den 14, ein tolles Auto übrigens, ja, also wirklich. Das war der letzte, ne? Dann kam der Talisman. Der Macron fährt auch damit rum. Also das ist. Der Macron hat doch einen Talisman, oder? Jetzt inzwischen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist inzwischen. Aber ne? Aber das auf jeden Fall Laguna Kombi, 2 Liter Diesel mit dieser Allradlenkung. Ah, okay, krass. Und zwar, also ja, mega stabilen Autobahnkurven und er war ein bisschen hart und er hat ein ausgeprägtes Turboloch gehabt, aber sonst war es ein tolles Auto. Hat nie was gehabt, außer die zwei hinteren Stoßdämpfer, die waren mal durch, weil wir in Italien voll bepackt über so Speedbumps drüber geballert okay, sind. Und das hat er dann wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten, aber sonst hat er nie was gehabt. Aber danach, nach dem Auto, hat mein Papa gesagt, weißt du was, ich fahre nie mehr. Solange es sich irgendwie vermeiden lässt, fahre ich nie wieder ein Auto, was weniger hat als 6 Zylinder. Ja. Und seitdem hat er das auch so, der hat sich nach dem Laguna, hat er sich so ein 535i gekauft, den E39 5er, der V8. Hatte ein E30 Cabrio, wunderschön, was er jetzt an seine Schwester verkauft hat, obwohl ich es haben würde. 320i, 2 Liter 6-Zylinder. 6-Zylinder, ja. Genau, dann, weil er hat immer ein Cabrio und ein Alltagsauto. Mhm. Nach dem 5er, was kam nach dem 5er? Der 5er wurde abgelöst durch ein E91 3er, den ich habe. Ja, okay. Ja, 325 genau. Diesel, ja, 6-Zylinder, ja. 3 Liter. Und der E30 wurde abgelöst durch ein SL500. Ja, siehst du, guck mal, der hat immer... Der erste mit elektrischem Verdeck, ja. 5 Liter V8 und dann ist der E91 gegangen und dann jetzt hat er einen F10 530 Diesel, also okay, auch 3 Liter, ja. 6-Zylinder Diesel. 6-Zylinder, ja. Und der SL500 ist gegangen und jetzt hat er einen Porsche Boxster S987. Ja, okay, also das ist schon fett, oder? Also, ja, also der Vater ist ja, das finde ich ja ganz cool, wenn Leute nicht so auf eine Marke eingeschworen sind und sagen, ich kaufe einfach immer den neuesten 5er wie mein Vater. Mhm. Nee, das Einzige, was er sagt, ist, er mag VAG nicht. Wir hatten einmal einen Audi und es war furchtbar und meine Mama hatte mal einen Polo und der war furchtbar. Und aber jetzt hat er mit VAG, hat er Porsche Boxster, ist er ja auch in dem Stall. Ja, gut, aber Porsche ist immer noch Porsche. Weißt du eigentlich, dass wir dieses Jahr oder nächstes Jahr 25 Jahre Porsche Boxster schon haben? Ja. 25 Jahre, das ist ja vergangen wie im Flug. Wenn man den ersten mitzählt. Wenn man den ersten mitzählt, aber da weiß man erstmal, wie alt man wird. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja noch. Also auch teilweise, wenn man jetzt in der Jugend schaut, dass Leute, die weit nach 2002 geboren sind, dass die jetzt schon Auto fahren, ganz alleine, ohne Eltern. Wahnsinn. Also furchtbar. Das stimmt. Und, ja, ich bin ja jetzt 26, also, ja. Aber trotzdem, also irgendwie für mich sind alle nach 2000 immer noch in der Kinder, Pubertät. Ne? Irgendwie. Ja, genau, das stimmt. Aber in der Schule hat man sie noch auf dem Schulhof immer gejagt. Genau. Naja, gut. dann kommt jetzt als nächstes die Frage schlechthin bei diesen Autofan-Fragen. Du hast 3 Autos zur Auswahl. Mhm. Geld spielt keine Rolle, aber du darfst nur diese 3 Autos fahren. Das heißt, wenn du 3 Sportwagen, also 3 zweisitzige okay. Sportwagen nimmst, kannst du nur mit entweder deiner Tochter oder okay. deiner Frau. Nämlich 3 einsitzige Sportwagen. Mono, meine Ruhe zu haben. Genau. Nein, aber ist auch der Unterhalt mit drin? Alles. Sprit auch. Du kannst, also, kannst auch 3 Bugattis nehmen, wenn du willst. Dann ist es vollkommen egal, wenn die 100 Liter auf 100 Kilometer okay. verbrauchen. Also das ist toll. Also vielen Dank für das Angebot. Da komme ich gerne drauf zurück. Also die ersten beiden, das war ja schon beim ersten Mal sehr einfach mhm. aus der Hüfte geschossen. Das war McLaren F1 und ein 73er Carrera RS. Mhm. So, Punkt. Und beim dritten habe ich jetzt nochmal länger, ja auch beim letzten Mal nachgedacht. Und du hast ja abgewunken, als ich Mercedes G gesagt habe. Aber man weiß ja nie, was kommt.
ob Kriege oder ob man flüchten muss oder ob es irgendwann keine Straßen mehr gibt, nicht mal kein Benzin. Ein Endzeitauto. Braucht man ein Endzeitauto. Das wäre für mich ein Mercedes G, kein aktueller, sondern vielleicht der, ja, da wusste ich es damals nicht und weiß es natürlich jetzt auch nicht. Ich glaube, vor 98 gebaut müssen sie sein oder sowas, aber das weiß ich nicht genau. Aber ein 500 GE würde ich gerne nehmen. Dann hat meine Familie, kann dann da auch drin sitzen. Und das wäre, glaube ich, dann wäre ich ganz gut bestückt. Ja, nicht gleich ein G63. Können wir auch nehmen, ne? Wenn sie eh umsonst ist, ne? Ja, genau. Aber da muss man so oft tanken. Aber nee, das stimmt schon. G63 ist noch besser. Den vielleicht ein bisschen schlichter. Ich mag das immer gerne, wenn man nicht sieht, was da drin ist. Mhm. Deswegen G500, aber G63 natürlich den Motor, das ist schon eine Wucht, ne? Das stimmt, also wie schnell er beschleunigt, obwohl er 2,5 Tonnen ist. Das ist unglaublich. Das ist auch ein bisschen albern. Da bin ich ja immer der Meinung, dass ich mag auch diese SUVs nicht, wenn man vielleicht hin und wieder mal hört. Und so ein ja, SUV mit einem großen AMG-Trim oder auch BMW-N-Trim. Und ein SUV muss nicht 4,5 Sekunden auf 100 schaffen und eine Nordschleife in der Zeit von einem Porsche Turbo. Ne? Das ist aber so, es verlangt vielleicht der Markt und so und dann muss man das auch bauen. Ja, also, das stimmt. Ich bräuchte es nicht. So, soll ich noch sagen, welche drei ich nehmen würde? Ja. Okay, gut, dann. Alpina B5 Bito. Wo ich schon damals gedacht habe, Mensch, das wäre eigentlich eine geile Wahl. Das ist ich vertraue einfach darauf, dass die Straßen so bleiben, wie sie sind und ich auch überall langfahre. Dann müsst ihr natürlich den B10 Bito nehmen, ne? Ja, das den finde ich auch gut. E34 ist das. Ist das ein 5er? Ich dachte, es wäre ein 7. Ach nee, okay. B10 Bito ist der E34 mit dem, der damals die schnellste Limousine der Welt. Ja. Okay, also B5 Bito ist eine gute Wahl. Mhm. Dann für die Rennstrecke GT2 RS, auch wenn ich ihn bestimmt nicht ausfahren kann. Doch, auch eine gute Wahl. Und einen RBB, also Rauweltbegriff, Porsche 964 Backdate mit diesem Entenbüttel hinten drauf. Ja, okay. Ja, gut, also kann ich... Ich habe zwar kein kann ich unterstützen. Also das RBB wäre mir vielleicht ein bisschen drüber irgendwie, aber und ich weiß nicht, ob die Haltbarkeit so gut ist von den Autos. Ich weiß nicht, also ich weiß bloß, dass die damit auch Rennstrecke fahren und dass das alles eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich meine, ich würde jetzt damit keine Rennstrecke fahren, dafür wäre ein GT2. Das stimmt. GT2 übrigens, der hat mir gerade Christian Menzel, mit dem habe ich am Wochenende telefoniert und der ist in Mendig ja, auf dem Flughafen immer mit seinem Fastlab und der hat den GT2 RS auf der Rennstrecke gehabt und jetzt den aktuellen Turbo, den 992 Turbo S und der Turbo S war wie viel langsamer als der GT2, was glaubst du? Männlich auf dem Flugplatz. Weil er kennt ja diese Runde da, ne? Naja, ich habe das schon mal. Naja, auch mit langen Geraden übrigens. Ja, genau. Hat er darauf hingewiesen. Der hat am Anfang diese so 92-Grad-Kurven. Genau. Und dann kommt er auf die lange Gerade. Ja, dann hat er hinten noch zwei und dann geht er eigentlich wieder vor, ne? Dann muss er wieder durchbeschleunigen, ja. Boah, schätz mal. Halbe Sekunde? Na, 1,7 Sekunden. Also doch so viel, okay. Ich habe jetzt, weil du schon so... Ja, genau. So hat er es auch. Ich habe auch gesagt, gleich schnell vielleicht und so. Aber der GT2 RS hatte Semi-Slicks und natürlich hat nochmal halt 150 PS mehr. Und die Bremsen sind wahrscheinlich auch besser als beim Turbo. Das weiß ich nicht, aber der Turbo S hatte Straßenreifen und wiegt 150 Kilo mehr. Aber es war aber schon immer so, dass ein Turbo S alles Könner-Auto ist. Also es war egal, welche Generation eigentlich. Auch ein gutes für Auto, für die, ja, also, aber es ist halt 2 Sitzer. Nee, also 2+2 Sitzer, aber hinten willst du eigentlich keinen hin. Vielleicht ein Kleinkind, aber sonst. Nee, das stimmt. Und McLaren F1 könnte ich mit der ganzen Familie ausfahren. Stimmt, da hast du halt 3 Sitze. Also toll. Und wenn da der Unterhalt bezahlt werden würde, das ist ein tolles Auto. Und die Versicherung. Und die Versicherung, die möchte ich auch nicht. Ja. Es gibt ja wirklich inzwischen so große SUVs, zum Beispiel X6 oder sowas, ne? Versichern ist nur ja BMW versichert, ne? Ja, versichern kann noch welche, weil es auf geklaut wird. Ja, ich weiß. Nächste Frage nach den 3 Autos. Was ist deine Lieblingsmarke und warum? Da habe ich auch, mich schon beim letzten Mal schwer getan und du hast auch nicht mehr drüber weiter nachgedacht. Also natürlich, es wird auf jeden Fall eine deutsche Marke sein, denke ich mal. Also nicht einfach, weil mir da, glaube ich, auch die Geschichte näher liegt. Und da würde ich wahrscheinlich zwischen BMW und Porsche schwanken, obwohl ich Mercedes fahre und Mercedes auch toll ist. Also einer von den dreien und ich würde mich für Porsche entscheiden, einfach weil ich da, glaube ich, ja, die Produkte liegen mir irgendwie am nächsten und das sind einfach tolle Autos oder waren tolle Autos und die ganze Geschichte und die Rennwagen und die Fahrer, die da drauf rumgefahren sind und so und die ganzen Leute hinter den Kulissen, also wahrscheinlich ist es Porsche irgendwie und auch diese Geschichte mit diesem Familienunternehmen-Thema und so, also das gefällt mir schon gut. Wobei ich auch bei Mercedes, muss man auch sagen, was die alles gemacht haben. Ja, also jede Automarke hat da seine Berechtigung. Also das Rennen war ganz knapp Porsche für sich entschieden, vor BMW. Okay.
Deine Interviewpartner sind Helden des Rennsports, also die meisten sind Helden des Rennsports. Ne? Ja. Es gibt so viele unfassbar schnelle Rennwagen, vor allem wenn man jetzt an die Gruppe C oder Gruppe B denkt. Ja. Also die beiden sind eigentlich so, mal abgesehen jetzt 917, wo du noch die alten Le Mans Rennwagen hast. Wenn du sagst, du hast jetzt einen richtig kompetenten Rennfahrer, zum Beispiel Walter Röhrl, und du dürftest dir ein Auto aussuchen, also einen historischen Rennwagen, mit dem du mit Walter Röhrl zum Beispiel eine Runde fahren darfst, also einer, der das Auto richtig bewegen kann. Welches Auto würdest du nehmen und welche Rennstrecke? Das ist echt auch eine schwierige Frage, weil es also Rennstrecke natürlich, also kann man davon ausgehen, dass man am Ziel ankommt? Also wird einem das garantiert? Ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, einer, der das Auto bewegen kann. Okay. Weil ich mir zum Beispiel lieber, sagen wir mal, auf der Grand Prix-Strecke des Nürburgrings abfliegen mit einem Profi am Steuer, also auf der Nordschleife oder so. Also ich hatte mal das große Glück, dass ich schon mal Nordschleife mit Walter Röhrl gefahren bin im alten Porsche. Oder nee, gar nicht mehr im alten Porsche, bin ich mit ihm auch mal mitgefahren, aber im GT3 4 Liter 997. Das war schon wirklich beeindruckend. Das ist das Topmodell damals gewesen, 997. Das war damals das sportliche Topmodell. Aber es ist natürlich kein Rennwagen in dem Sinne. Rennwagen ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, es wäre so Richtung Porsche 962, einfach um dieses Ground-Effekt-Thema mal abzuhaken. Ja. Es wäre gar nicht mal unbedingt Formel 1. Es gab ja mal diese Formel 1 Zweisitzer. Ne? Ja. Aber wahrscheinlich ist es egal, was. Aber das, oder wie Gustav Heinemann, der im 917 bei Willi Kausen mitgefahren ist. So unter der Bedingung möchte ich auch nicht mitfahren, wo du da so im Wind sitzt, irgendwie mit seinem schwarzen Anzug. Aber 917 muss beeindruckend sein. Aber ich glaube, das ist halt kein Ground-Effekt-Auto. 962 ist dann einfach nochmal was anderes. Und da würde ich, also wenn. Sagen wir mal die aktuellen Fahrer, Striezel Stuck zum Beispiel, das war vielleicht einer, der das Ding mit am besten bewegt hat. Der sagt ja von sich, er fährt jetzt nicht mehr schnell, der hat so lange überlebt und der macht keine Fahrten oder keine Rennfahrten am Limit mehr. Aber sagen wir mal mit Stefan Belloff im 962, die Rekordrunde auf der Nordschleife, ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte, aber da wäre ich schon gern daneben gewesen. Das ist so der Wahnsinn gewesen. Das ist unvorstellbar. Das war ja keine freie Runde wie beim 919, sondern der ist ja durchgeballert durch ganz. Wobei natürlich der 919 ist natürlich auch faszinierend. Ne? Und ja, natürlich wird man da auch gerne mal ein paar Kurven mitfahren. Die Faszination ist nicht so groß wie beim 962 für mich. Aber klar, wenn man das erleben kann, aber die Runde geht natürlich schnell vorbei. Ne? Das stimmt. Und wahrscheinlich ist man die meiste Zeit bewusstlos. Das glaube ich ganz, ganz sicher. Also das hat der Christian Geisdorfer erzählt, damals bei den Gruppe B-Autos. Da haben die dann immer Journalisten mitgefahren und sind dann bei Walter Röhrl mitgefahren, so eine abgesperrte Strecke. Die waren wirklich teilweise bewusstlos durch die Beschleunigung, durch das Bremsen. Das muss man überlegen, dass der Geisthöfer währenddessen die ganze Zeit gelesen hat und dann noch mit. Und er sagt aber auch, er musste sich längere Zeit daran gewöhnen. Aber es ist natürlich irgendwann wie Kampfpiloten, die können ja auch ihre Loopings fliegen. Ja, so ist das. Ne? Das ist schon unglaublich. Also ich will gar nicht sagen, dass ich das so gut vertragen könnte, aber ja, so ein Ground-Effekt-Auto würde ich gerne mal erleben. Ja, also so eine Beschleunigung, dass dir wirklich die Luft wegbleibt, das hatte ich bis jetzt eigentlich noch nie. Also ich bin auch mal selbst ein richtig schnelles Auto gefahren, aber es hatte nur Heckantrieb und ich hatte bei 150 Wheelspin, da hatte er erst bei 200 Traktion. Was war das für ein Auto? Ein Kumpel von mir hat einen M3 E92 Biturbo aufgeladen, der hatte 900 PS und 1250 Newtonmeter oder sowas. Er hat auch mal kurz 1500 gehabt, aber da hat er dann das wieder weggenommen, weil das hat keinen Sinn gemacht. Ich habe damals den Schäfer schieben. Nachts um zwei irgendwie hat er mich angerufen, hat gesagt, komm vorbei, wir stimmen das Ding ab und hat sich dann mit dem Laptop auf die Beifahrerseite gesetzt und ich sollte fahren. Und dann hat er gesagt, so erstmal ganz vorsichtig die Autobahnkurve, ne? Also nur ein bisschen wie so ein Sack Nüsse gelaufen, weil er nicht richtig abgestimmt hat. Und die ganze Zeit von vorne diese Turbo-Glaut. Krass, oder? Also solche Wastegates auch drin, ne? Und dann hat er gesagt, okay, jetzt tritt mal durch. Und es war bei 120 oder so. Und dann hat er hochgedreht. Und wir sind aber nicht vom Fleck gekommen und dann auf einmal merke ich so, wie das Heck weggeht und ich gegenlenken musste. Also das war schon enorm. Also der hat bei 180 oder so hat er dann aufgehört mit Wheelspin. Aber dann bin ich, glaube ich, auch im Gang gefahren oder so. Der hat ja schon fast Schiss voll, das zu geben. Also das ist ja unfahrbar. Der hat 355er Reifen auf der Hinterachse. Also Semislicks. Und trotzdem ist er so, ist ja auch egal. Unglaublich. Also eigentlich kannst du sowas nur mit Allradautos machen. Aber man merkt ja auch, wie man da so mit wächst. Also ich habe jetzt nicht das Glück, dass ich da auch irgendwie so 1000 PS Autos mitfahre, aber du ich nicht weiß, die erste, das ist so die erste Nordschleifenrunde, das sage ich auch im Podcast, bin ich mit Sabine Schmitz gefahren. Ne? Und das war ein E34 M5. Mit 340 PS wahrscheinlich, vielleicht war er ein bisschen heißer gemacht oder so, oder lief sehr gut mit vier Leuten drin.
Und da weiß ich noch, die erste Nordschleife-Runde, die alte Einfahrt damals noch irgendwie, wie sie da reingefahren ist. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das krass. Aber das ist ja nicht krass. Das ist ja das ist ein normales Auto heutzutage fast. Ne? So ein GT3 RS ist da fünfmal schneller. Ja, natürlich viel schneller. Ne? Und ein Bekannter von mir, der hatte immer auch so heiß gemachte Elva und ein GT2 hat er immer mit 600 PS. Also da ist mir dann auch nochmal die Luft weggeblieben. Ne? So, ja. Aber tut das irgendwann... Nach der dritten Beschleunigung kannst du schon wieder noch mehr Leistung sein. Deswegen ist das eigentlich Quatsch, dieses Leistungs, ja. dieses extreme, dieser Wunsch nach noch mehr Leistung. Also ich finde auch, also für einen Alltag brauchst du eh nicht so viel. Nö, sowieso stimmt. Nicht. Also da, ich würde sagen, für einen Alltag reicht 300 PS vollkommen aus. Ja, das wäre, ehrlich gesagt, für einen Alltag reichen auch 200 PS. Ne? Für einen Alltag reicht vieles, ne? Aber ja. Aber und für die Rennstrecke, irgendwann ist es wirklich so, dass du nur noch schwitzend hinterm Lenkrad sitzt. Und ich finde, ein Auto kann man gerne am Limit bewegen, aber ein GT2 RS auf der Nordschleife zum Beispiel am Limit zu bewegen, da gehört schon viel dazu und da bist du halt die ganze Zeit am Rudern. Ne? Und das, ich weiß, also ich meine, es gibt Leute, die es auf jeden Fall können und es gibt auch Leute, die das auch wollen. Das unterstütze ich ja auch Hobbyfahrer. Aber ich bräuchte, also ich glaube, wenn ich an der Nordschleife wohnen würde, würde ich mir, glaube ich, so ein i36 M3 oder so. Das 110% reichen. Das ist also einfach, oder auch ein i30 M3, ne? Das, da hast du 230 PS, aber echt Spaß. Da bist du aber echt auch am Schwitzen, wenn du das Ding nämlich einplankst, ja, da bist du mehr Geld. Da ist nichts passiert, du musst schon wissen, was du machst. Aber ich glaube auch, also dass die Faszination geht nicht nur von Quartettwerten aus, sondern einfach vom Spaß oder vom Feeling, was das Auto macht. Das sind eben die alten Autos, ne? Das absolut, ist ja wieder das. Absolut, also wenn du heute so einen synthetisch fahrenden, jetzt werden mich die Audi-Fanboys da hassen, so einen R8 hast oder sowas, ne? Der macht ja alles von allein. Also das, du musst Launch Controller, du musst nichts mehr machen, ja, so gar nichts. Ja. Das ist, also du musst heutzutage, wenn du alles anlässt, musst du nicht mehr so wirklich Auto fahren können. Ja, genau. Ja. Das ist auch gut, hat auch was für sich, aber... Aber Frau Walter Röhrl schaltet inzwischen auch nicht mehr ab, ne? Nee, aber bei Porsche soll es ja eh angeblich so gut abgestimmt sein, dass du deinen Rettungsanker hast und dagegen ist ja eh nichts zu sagen. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall schön zum Träumen, so eine Runde in so einem Rennwagen, auch wenn man bewusstlos wäre die meiste Zeit. Ja, genau, man hat es dieses Mal kurz erlebt. Ich hole dich aber jetzt unsanft in die Wirklichkeit zurück. Es geht um Elektromobilität oder um Mobilität der Zukunft, wenn wir nicht mehr diese schönen Sounds haben, leider, sondern nur noch irgendwie... Ein Brumm, ja. So ein Fahrstuhlgefühl auf jeden Fall, wenn so ein Ding vorbeifährt. Was hältst du von Elektromobilität? Tja, du, also ich bin noch kein Tesla gefahren, ich bin nicht den Porsche Taycan gefahren. Ich fahre hin und wieder mal mit so Drive Now BMW i3 oder wie heißen die? i3, ja, genau. Mit sowas fahre ich hin und wieder mal und oder so einen kleinen Elektrosmart. Ich finde das schon faszinierend, wie die losgehen. Von jetzt auf gleich, wie die Power da ist und auch diese Lautlosigkeit, das hat schon alles so seine Daseinsberechtigung und ich finde jetzt in der Stadt, muss ich auch sagen, finde ich so ein Elektrosmart okay. Aber es ist nicht mein Auto und es passt auch nicht und auch da werden mich die Elektrojünger jetzt wieder hassen, wie ich es ja immer bei YouTube als Kommentar reingedrückt bekomme. Es passt nicht zu meinem Fahrprofil. Wie ich gesagt habe, ich mache manchmal oder habe jetzt zum Beispiel an 2 Tagen 4 Interviews gemacht, die waren aber nicht alle in der Nähe von Elektroladesäulen, sondern da war es wirklich ein strammes Programm. Ich bin morgens früh losgefahren und dann fährst du hier nach Kaiserslautern, nach Köln, nach Düsseldorf, nach Stuttgart. So, bumm, innerhalb von 2 Tagen. Da muss ich aber viel mehr Stunden einplanen, wenn ich das eben nicht nur mit kurzen Tankstops verbinden will. Okay, davon habe ich auch zahlreiche gehabt irgendwie, aber das, sondern ich da immer noch warten muss. Und es ist nicht meine Art der Fortbewegung auf Dauer. Mag sein, dass einige Leute damit glücklich sind, aber ich will mich jetzt auch nicht mehr ans Auto anpassen müssen, sondern ich finde es schön, wenn das Auto sich an mich anpasst und da ist, wenn ich es brauche. So. Und ich bin auch kein, ich habe es auch beim letzten Mal gesagt, wenn mein Handy nur noch 40% Akku hat, dann weiß ich kaum, wie ich den Tag überstehen soll. Also kriege Schweißausbrüche, beim Elektroauto wäre es noch schlimmer. Ne? So, also wenn ich eine 3 Kilometer Stadtfahrt habe und ich sehe beim i3 hat noch 60% Kapazität und dann überlege ich es mir dreimal, ob ich damit noch fahre. So ist es nicht, aber es ist... Ich weiß, dass es nicht meine Art der Fortbewegung ist oder dass ich nicht so ein Ding haben möchte. Und es ist auch dieser, da muss ich jetzt leider Professor Fritz Indra auch zitieren, auch wenn da mal viele das in Frage stellen, was er so sagt, aber der Wertverlust von Elektroautos, und ich bin nun mal einer, der gerne mit alte Autos erhält oder Autos lange, lange fährt, das wäre nicht mein Thema. Wenn ich mir vorstelle, nach 8, 9, 10 Jahren, was weiß ich wie lange, wann die Batterien kaputt sind,
Und ich muss dann nochmal die Hälfte des Wagenwertes, des Neuwertes, 20.000, 30.000 Euro in Akkutechnologie stecken, weiß ich, dass es teurer Sondermüll ist nach 10 Jahren. Und das ist nicht meins. Ich fahre Autos, die über 20 Jahre alt sind und erhalte die einigermaßen kostengünstig, glaube ich, so. Und dann wird hier mal was am Getriebe gemacht und da mal was am Motor. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste die kompletten Antriebseinheit, also Motor, Getriebe und das Fahrwerk auf Schlag austauschen, wie es vielleicht beim Akku der Fall wäre, vom Preis her, dann weiß ich, dass ich die alten Autos nicht fahren würde. So, und ich glaube, da wird immer weniger erhalten. Aber gut, das wird die Zeit, glaube ich, zeigen. Also jetzt momentan schreien sie noch alle und sagen, das ist die Zukunft. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, dass diese ganzen selbsternannten Ökos mit dem grünen Daumen auch sich dreimal überlegen, ob sie den Akku austauschen. Und ich kann da nur einen grünen Politiker zitieren. Name ist mir leider entfallen, der mal irgendwie vom Reporter gefragt wurde, was denn das für ein Auto sei, mit dem er da vorfährt. Hat er erst ein Elektroauto und dann haben gesagt, was machen Sie denn in 8 Jahren mit dem Akku? Und er hat gesagt, nee, es ist kein Problem, weil da ist ja noch Garantie drauf. Kann man auch überlegen, was man davon halten soll. Ja. Solange es nicht mein Problem ist. Wenn es die Garantie richtet. Was denkst du, ist die beste Alternative für die Zukunft statt Elektro? Na, ich beschäftige mich nicht so im Detail damit. Also natürlich glaube ich schon, dass es nicht die Verbrennungstechnologie, wie wir sie jetzt haben, die Zukunft ist. Ich weiß auch, dass 8- oder 12-Zylinder-Motoren nicht die Zukunft sein werden. Dieseltechnologie, glaube ich, da kann man auch viel rausholen und da kann man auch ohne Bescheiß-Software viel machen einen relativ hohen Wirkungsgrad erzielen. Natürlich nicht einen so hohen wie jetzt zum Beispiel vielleicht bei der reinen Stromtechnologie, wenn man jetzt nur den Akku bis zum Motor nimmt. Mhm. Da kommt ja auch viel zur Stromerzeugung dazu, was vielleicht immer nicht mit reingerechnet wird. E-Fuels, glaube ich, da sollte man nochmal drüber nachdenken oder überhaupt synthetische Kraftstoffe. Ich denke, dass das vielleicht eher die Zukunft ist, auch wenn das, ich weiß es nicht. Also man hört dann immer so Leute auf Veganer oder sowas. Ne? Wenn man jetzt von heute auf morgen komplett auf Soja umstellen würde und nicht mehr auf Fleisch, dann würden auch alle Wälder abgeholzt werden müssen, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Ich glaube, es gibt nicht den einen Königsweg. Ja. Ich glaube, es gibt vielleicht so eine Mischung aus Verzicht teilweise auch. Und da muss man sagen, da muss man öffentlich fahren oder mehr U-Bahn oder das noch weiter ausbauen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Elektromobilität so in Großstädten oder in diesen Gigastädten wie Shanghai oder was weiß ich was. Und ansonsten, ja, glaube ich einfach, dass synthetische Kraftstoffe schon mal den großen Vorteil haben, dass die ganze Infrastruktur, die umzubauen, ja auch viel CO2 in die Luft bläst. Mhm. Ne? Also wenn irgendwo Beton angegossen werden muss oder sowas oder angekarrt werden muss, da ist es dann vielleicht nicht die Elektromobilität, sondern synthetische Kraftstoffe, weil eben die Infrastruktur schon da ist. Aber wie gesagt, ich bin da kein Experte, ich bin auch... Man könnte aber dann auch die alten Autos erhalten, ne? Das wäre so toll, oder? Wäre das nicht schön, wenn man die weiterfahren könnte, ohne dass die Dichtungen zerfressen werden, wie bei E10-Kraftstoffen oder bei diesen... Zum Beispiel, oder wenn man wirklich nach wie vor dann zum Oldtimer-Grand-Prix kann, weil immer noch Sprit da ist für die alten Autos. Meinst du, ich sollte meine letzte Frage nochmal überdenken, oder? Die letzten 50 Liter. Naja, das sind wir ja noch gar nicht. Das sind wir noch gar nicht bei der Frage. Was ich mir gerade eben gedacht habe, so ein sauber C9 wäre auch cool für so eine letzte... Also absolut, Runde, absolut. War auch tatsächlich mein Gedanke. 1965 fand ich jetzt toll, weil man da aber noch einen Bezug, weil ich ja zum Beispiel den habe ich da interviewt? Also für Stitzel Stuck zum Beispiel, der das Ding abgestimmt hat. Auch die haben so einen. Ja, genau, mit dem Klaus Abelin. Aber ja, ein sauber C9, den ein spannendes Auto, glaube ich. Ist auf jeden Fall das, was am schnellsten jemals in Le Mans war, ne? 420. Am zweitschnellsten. Ich sage das auch immer. Ich habe das, der Jochen Maas ist den ja damals gefahren, 420, und die haben das aber alle gesagt, nee, es war ein Peugeot, der schneller gefahren ist. Ja gut, aber die Rundenzeit wäre dann doppelt so lang oder so. Aber der ist nur einmal schnell gefahren, irgendwie, dann hat er, glaube ich, auch nicht das Rennen überstanden, aber der war vielleicht nochmal schneller. Ja gut, aber der sauber C9 hat das durchgehalten. Sagen wir mal sauber C9. Genau. Bis es dann soweit ist, dass wir auf jeden Fall nicht mehr leider irgendwann so schöne alte Autos fahren können, wollen wir noch ein bisschen deinen Podcast schwelgen, ein paar Folgen anhören und die Leute hören, die goldenen Zeiten miterleben durften. Und deswegen schließe ich jetzt mit der letzten Frage. Wenn das letzte, die du auch immer stellst, wenn das letzte 50 Liter Fass Sprit auf den Hof gerollt wird, mit welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du es verfahren? Also ich bleibe bei meinem Traumauto McLaren F1. Mhm. Aber, und das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, ich würde es gerne auf der Nordschleife verfahren, wenn ich die Nordschleife gut können würde. Mhm. Aber da ich mich mit dem Wagen da in kaum einer Kurve wirklich ans Limit trauen werde, bräuchte ich irgendeine Strecke mit Auslauf.
also wo man auch abfliegen kann, einfach um das Limit auch zu erspüren, weil das bringt auf der Nordschleife nichts, da haben wir nur einen Versuch. Also bräuchte ich irgendwas mit Auslauf und mit Kiesbetten und dann würde ich vielleicht die Nürburgring Grand Prix Strecke nehmen, auch wenn es vielleicht nicht die spannendste Strecke ist, weil was jetzt vielleicht viele sagen werden, so Gott ist das, aber ich kenne die Strecke so ein bisschen und außerdem finde ich Nürburgring, man ist wenigstens nah an der Nordschleife dran. Das stimmt. Wenn man den McLaren dann beherrscht und noch Sprit übrig hat, dann kann man doch nochmal Nordschleife fahren. Ich glaube nicht, dass 50 Liter reichen, aber ein paar schöne Runden kann man damit vielleicht fahren. Ne? Kannst du schon fahren, ja. Selbst mit dem McLaren F1. Wirklich nur. Spa würde auch gehen, wenn du die Eau Rouge überstehst. Dann Spa ist, genau, wenn man die Eau Rouge übersteht, ne? Das ist das nächste Thema, aber ja, Spa. Die beste Antwort war bis jetzt irgendwie von, wer hat das gesagt? Valentin Schäfer. Wie gesagt, die letzten 50 Liter, wir würden nach Hause fahren. vielleicht ist auch das, je nachdem, wo man ist. Ne? Das stimmt, ja. Also muss man sich gut einteilen. Aber genau, je öfter man sein Auto anmacht, desto weniger hast du dafür natürlich auch davon. Ne? Zumindest, wenn der Motor nicht mehr heiß ist. Auf jeden Fall. Was willst du damit machen? Oh Gott. Mit deinem Freund weiter den M3 abstimmen? Nee, der ist schon der ist hochgegangen, glaube ich. Davon gehe ich aus. Der hat ja den gesamten Motor hat er ja verstärkt. Der hat ja sogar den Block hat er ja komplett aufgebohrt und hat so Hülsen eingesetzt. Also okay. Er hat alles gemacht. Aber ich glaube, da ist ein Turbolader geplatzt oder sowas. Und dann hat es aber die Teile durch den Motor durchgejagt vom Turbinenrad. Naja, aber mir war es bis dahin lustig. Es war sehr lustig auf jeden Fall. ich glaube, das Ding hat er auf dem Prüfstand mal gehabt und hat er durchbeschleunigt auf 400. Schieß mich tot, dann war die Übersetzung auf jeden Fall zu Ende. Auf dem Prüfstand hast du ja auch nicht wirklich. Auf dem Prüfstand hast du ja keinen Luftwiderstand. Also er hat gesagt, er hat mal auf der Autobahn hat er mal 380 drauf gehabt oder sowas, aber dann hat er auch gesagt, das reicht, weil ein M3 ist ja jetzt nicht für solche Geschwindigkeiten gebaut. Oh, das weiß ich aber, welcher war das? Der E92. Also das ist der Achtzylinder. Der Achtzylinder, ja. Genau. Okay. Mit einem teurer Motorschaden, oder? Ja. Der hat sich auch mal ein E46 M3 GTR gekauft. Unfallauto. Okay, wow, das ist ein guter Freund eigentlich. Das ist nicht schlecht. Leider jetzt kein Freund mehr, aber es ist ja eine andere Geschichte. Der hat sich auf jeden Fall einen E46 M3 GTR gekauft von dem Rennteam. Der hat einen Unfall damit gehabt und hat das Auto dann verkauft. Das hat er komplett wieder aufgebaut und er hat bloß ein Teil, irgendwas mit der Aufhängung Hinterachse oder so, hat er nicht gewechselt, weil er meinte, das war noch gut. Dann habe ich mit dem die Probefahrt gemacht und er hat es wirklich auf Straße irgendwie umgebaut. Ich habe keine Ahnung, okay, was der für ein toller TÜV-Prüfer war, der gesagt hat, mach mal. auf jeden Fall sind wir auf die Autobahn und dann sind wir über so eine Bodenwelle drüber gefahren und dann auf einmal ist das Auto hinten durchgesackt und dann hat das ganze Differential zerlegt. Das war wirklich teuer, hat er gesagt. Naja, letzte 50 Liter. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Das ist echt schwer, ja. Also, ich glaube, mit McLaren liegst du schon gut. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von McLaren F1, einfach aus dem Grund, weil ich sitze nicht gerne mittig im Auto. Ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Es ist ein komisches Gefühl, weil du musst ja immer durch den Beifahrerfußraum durchkrabbeln, egal von welcher Seite du einsteigst. Ne? Ja, stimmt, aber ja. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall kein neues Auto. Ich glaube, es wäre ein altes Auto. Das ist echt schwer. Irgendein Vergaserauto wäre es. Vielleicht würde ich auch einfach so machen, dass ich die letzten 50 Liter in so einen schönen alten Vergaserauto einfülle. So vielleicht ein Austin Heli oder sowas. Ja. Und dann würde ich den einfach anmachen und mich dann zu jedem Tag so 2 Minuten hinter das Auto stellen und ein bisschen gucken. Oder du ein größerer Vergaser, ein Ferrari 250 SWB, aber da sind sie noch nicht synchronisiert. Da brauchst du mal 50 Liter, bis du es richtig eingestellt hast. Es geht mir eigentlich um den Geruch, dass ich dann noch jeden Tag so 2 Minuten den Geruch habe und dann mache ich wieder aus und am nächsten Tag wieder an. Immer mal, wenn man so eine Pfeife braucht. Weil es gibt wirklich keinen besseren Geruch als Vergaser ohne Cut. Gibt's nicht. Das stimmt. Aber auch noch mit dem alten Sprit, den wir als Kind zumindest noch erleben durfte. Fleischsprit, also der giftige, aber der hat irgendwie noch mal besser gerochen. Also ja, aus der gut, Erinnerung. Aber vielleicht müsste man auch gar nicht eine Rennstrecke nehmen, sondern vielleicht wirklich so ein Ferrari, ja, 250 oder sowas. 250 GTO wäre auch oder was. Oder 250 SWB oder 288 GTO, von dem ich auch großer Fan bin. Und damit ein bisschen durch die Alpen knistern, oder? Ja. Das ist vielleicht einfach also nochmal mehr, noch mehr Feeling. Ne? So eine Straße nur für dich, das wäre bestimmt auch schön. Weil da ist es nicht so schnell vorbei, weil Rennstrecke ist da, genau. Haust du einen Sprit raus wie doof, ne? Ja, eben. Aber 50 Liter schaffst du es vielleicht bergauf und runter rollt man dann. Weißt du was? Ich bin schon Elektroauto-Feeling. Aston Martin DB5. Auch gut. In den Alpen. Auch gut, ja. Offene Fenster. Hast schon recht, ja. Das wäre gut.
oder mit dem Motorrad. Noch mehr Feeling und noch mehr Reichweite. Ja, Motorrad darf ich nicht mehr fahren. Also erstens mal, ich sage selbst, okay, es war immer so nach meinem Motorradunfall, dass ich, sobald ein Auto irgendwo in der Straße stand, habe ich sofort Hand an der Bremse gehabt. Ich bin leider einer von denen gewesen. Ich habe mich zwar danach wieder aufs Motorrad gesetzt, aber irgendwann habe ich mir gedacht, ich kriege das nicht ganz aus meinem Kopf. Weil ich nicht schuld war am Unfall. Wenn ich schuld gewesen wäre, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ja. Aber ich bin leider niemand von denen gewesen, die gesagt haben, okay, ich kann das jetzt einfach ausblenden oder ist halt so. Aber zum Glück vielleicht war, auch, ne? Ist ja auch gut, wenn man da nicht so verrückt ist. Ich bin jetzt der Meinung gewesen, okay, ich hatte jetzt einmal Glück. Mhm. Also ich bin relativ heil davon gekommen. Mhm. Und dann, ich habe jetzt 3 Autos, das reicht auch erstmal. Das ist schon mal okay, ja. Das, okay. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hierher. Gerne, sehr und gerne. Letztes Mal habe ich gesagt, vielleicht trifft man sich ja mal nicht vor dem Bildschirm, sondern mal in echt, aber das haben wir jetzt auch schon abgehakt. Jetzt haben wir das auch und jetzt treffen wir uns das nächste Mal in irgendeiner Rennstrecke. Genau, vielleicht. Genau. Also ich weiß nicht, bist du dieses Jahr an Motorsport Expo in Köln? Nee, habe ich jetzt, Oldtimer Grand Prix bin ich, auf jeden Fall. Wenn da Zuschauer zugelassen werden? Na, ich muss da arbeiten, also von daher bin ich nicht als Zuschauer, aber ich bin auf jeden Fall da. Ach so, okay. Genau, aber Zuschauer... Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich noch eine Akkreditierung über meinen Blog. Ja, mal schauen. Vielleicht. Dann sehen wir uns da. Eigentlich sollte ich eingeladen werden von jemandem, der da mitfährt. Aber vielleicht wollte ich eigentlich auch mal fahren, aber Oldtimer Grand Prix, was fährst du da? Nee, ich wäre vielleicht gefahren. Also ein alter MGB, glaube ich. Ah, okay, gewesen. Okay. Ja. Aber ich muss meine Rennlizenz wieder erneuern. Hm. Das geht von daher eh nicht. Und ich glaube, wenn ich da, ist nicht mein Nürburgring GP geht, aber wenn du Nordschleifen-Permit dann auch noch brauchst, dann da, das stimmt. Ja. Aber so, nächstes Jahr kein Corona mehr. Also dann keine Corona-Beschränkung, keine Beschränkungen so mehr. Dann, jedem Event. Dann, genau. 24-Stunden-Rennen, VLN-Läufe. Wenn die sich umgucken, die Leute, wo wir überall auftauchen. Ja, genau, zusammen. In einem Doppelpack ist mit der Kamera, du mit dem Podcast. Ja, genau. Ja, gut. Ja, cool. Sehr schön. Dann danke und. Ich hab zu danken. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. So, und jetzt kann ich das ausmachen. Und wenn du noch Zeit hast. Ja, oder? Kannst du gerne. So, das war's leider auch schon wieder. Carsten und ich haben danach noch 1,5 oder 2 Stunden über alles Mögliche geredet und ich kann euch sagen, dass er ein mindestens so toller Gesprächspartner ist, wie es in dem Podcast rüberkommt. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mitteilt, ob es euch gefallen hat und ob ihr mehr davon wollt. Also mehr Interviews. Wenn ihr mehr von Carsten wollt, dann schaut einfach bei Alte Schule rein. Oder besser gesagt, hört rein. Vorbeischauen könntet ihr auf meinem Blog. Von Technik über Kaufberatung bis hin zu allen Möglichen gibt es da Haufen Artikel. Also vielleicht ist auch was für euch dabei. So, und jetzt noch einen schönen Tag und immer schön Auto fernbleiben.